Ein wunderschönen guten Abend zu einem neuen Workshop Wednesday. Wir sind ein bisschen vor der Zeit, das heißt, die Werkstatt wird ein bisschen anders aussehen zu dem aktuellen Video, aber wir haben nächste Woche ein bisschen internen Kampf und drehen es ein bisschen vor. Also, Cobra, ganz coole Informationen. Leute haben gefragt, gehen nächste Woche auf eine Bühne. Ich glaube am Mittwoch. Osan geht an Ronnys Auto, um den zu komplimentieren. So ist auf jeden Fall mal der grobe Plan. V6-Umbau geht es dann auch weiter, wenn wir mit dem. Das ist eigentlich ein ganz cooles Projekt, wir haben es nicht wirklich vorgestellt. Wurde schon drüber gesprochen. Ja. So lange ist er noch gar nicht hier. Ich glaube, so 2 Wochen sind wir wieder hier. Ne? Wir haben Zeller eingeschweißt komplett. Auto geht nach Belgien. Das ist ein Checkday-Auto. Innenraum wird komplett neu verkabelt. Wird dann auch komplett wieder zusammengebaut. Und hat dann, ich denke mal, weiß nicht, 2 Wochen Rollout, wird aber erst, denke ich, nächstes Jahr erst gefahren und dann kümmern wir uns um mit dem Kunde zusammen auf der Rennstrecke zu fahren. Das ist auf jeden Fall ein cooler Umbau. Das Ding sieht ein bisschen komisch aus, bin ich ehrlich, gerade wenn man so die Spiegel schaut, aber das Auto hat ein Nitron-Fahrwerk, es hat komplett V8 Roadster Tube Frames, also komplett Achsen, Querlenker, alles, wenn wir uns sicherlich nochmal auf der Bühne sehen. Also echt cool. Ein bisschen rudimentär verkabelt gewesen vorher. Da sind wir jetzt gerade am Lösen. Das hat alles mal so funktioniert. Also das hier ist nur ein Teil der Stecker, die wir da alle rausgekabelt haben. Haben VVT-Motor verbaut, aber ohne Nockenwellensensor. Also VVT ist nie wirklich gelaufen. Deswegen, also cooles Projekt. Kriegt man einen ganz coolen Überblick drüber. Ferrari sind wir noch an der Getriebethematik dran. Ronny seiner. Haben wir zum nächsten Workshop Wednesday auf jeden Fall einen ganz coolen Update, weil wie gesagt, da geht es nämlich jetzt auch weiter in der Werkstatt selbst. Ein NA, komplett Motor abdichten, volles Programm. Danieles NC geht nächste Woche auf den Prüfstand, der hat Ansaugbrücke bekommen. Der erste NC mit BMW-Getriebe, also hier ist auch schon BMW-Getriebe, aber auch die Rohfassung drin. Also so fangen wir mal an, wir bauen erstmal Getriebe an Motor. Dann machen wir erstmal so einen recht rudimentären Halter, gucken, wie wir das hier lösen. Hier fahren wir eine andere Kardanwelle, weil hier einfach die Nachfrage auch nicht so groß ist. Da lassen wir Kardanwellen anfertigen. Und ist ein bisschen teurer, aber da ist es ein bisschen einfacher mit der Stückzahl. Und dann wird das hier nochmal in Geil gebaut. Ist auf jeden Fall gerade, ich denke mal, der wird Montag, Dienstag fertig. Dann geht Philips seine, da warten wir auf einen Halter für einen Kompressor, wegen dem 2,3 Liter Block und dem großen Kompressor selbst. Der geht dann rein. Ich denke mal, da ist so ein Mietern dran. Sven seiner ist auf der Bühne, wurde ich auch 2-3 Mal per WhatsApp gefragt, was wir da jetzt an Differentialtechnik machen. So sieht das ganze Ding aus. Ein bisschen Zahnausfall. Ich denke aber nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt war, der da kaputt gegangen ist. Ich denke, der ausschlaggebende Punkt war, dass der Halbmond hier nachgegeben hat. Dann das abgerissen ist, das Differential sich verkeilt hat und platt. Also da ist einmal Gehäuse kaputt, Sperre kaputt und Triebling kaputt. Also eigentlich ist alles kaputt, außer die Glocke. Die haben wir mal gefräst, ein Kollege von mir gemacht. Das haben wir alles aus dem Vollen rausgefräst. So. Ne? Schon geil geworden. Und auf jeden Fall, tut mir leid, ich habe ein bisschen mit der Nase. Da muss einmal alles neu. Also da muss Sperre neu, Lager neu und ja, also einmal komplettes Diff-Überholpaket, dann muss wieder eingebaut werden. Und dann ist der eigentlich auch durch, der wird jetzt nochmal durchgeschaut und dann, glaube ich, geht der auch zum Sven nach Hause. Gucken, so ist auf jeden Fall mal der Plan. Nico hat ein bisschen was in seinem Auto gemacht. Das sind jetzt so, also so richtig gelaufen ist er noch nicht. Da geht es jetzt so nach und nach ein bisschen ans Schönmachen. Und dann mal gucken, dass so das Ding mal gescheit läuft. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende des Tages fahren wird, ja. Wenn das alles nichts wird, dann kommt ein BP rein. Wird das schon 3-mal laufen, das kann ich dir sagen. So. Ach, so, Nas da hochziehen. Ja, wir wurden ein paar Mal gefragt, wie ein Motor aussieht, wenn der Motor aus der Überholung kommt, also quasi ein Austauschmotor oder ein frisch überholter Motor. Das sieht dann immer so aus. Kann man sich mal anschauen. Ventile lackiert, Ansaugbrücke lackiert. Es gab jetzt auch ein paar Leute, die haben irgendwie auf eBay Kleinanzeigen Motoren verkauft, die gar nicht von uns waren. Also wenn ein Motor von uns überholt ist, hat der eine oder Kunde sicherlich schon gesehen, sind die immer in so einem Strukturlack schwarz. Also das kann man eigentlich, weiß man das dann auch. Ne? Und auch alles aufgearbeitet, also alles gereinigt und alles sauber gemacht. Wenn das nicht so aussieht, fragt uns kurz. Wir haben die Motornummer notiert, können auch dann sagen, ob der Motor von uns überholt worden ist oder ob das jemand anders gemacht hat. Das ist halt echt immer noch so ein bisschen Drama, dass die Leute sich da mit fremden Federn schmücken.
Damit will ich nicht sagen, dass die Motoren schlecht gemacht sind. Ich will damit einfach nur sagen, dass wir halt da keine Garantie oder irgendwas Gleiches drauf geben können. Ja, im Motorenraum, ein bisschen unorthodox, ne? Wir hätten eigentlich auch hier direkt rein, aber ne. Egal. So, was haben wir hier? V6-Köpfe sind überholt. Ich habe hier einen 1,8er NB-Kopf für den Nils. Überholen wir gerade, wird ein 2-Liter Sauger mit Einzeldrossel. Der V6, wie gesagt, wir nächste Woche wieder zusammen. Hier haben wir eine Sperre. Wenn jemand eine Sperre sucht, komplett überholte 3,9er Torsen-Sperre zu verkaufen. Ist fertig da, ist fertig überholt. War für ein Projekt, haben wir eine andere Hinterachse genommen. Kann man komplett kaufen, wenn jemand braucht, mich anschreiben. Ja, BP-Block. Das ist... Das ist was Gebautes. Ich glaube, das ist der Block von Sebastian. Der Günther hat den, glaube ich, nur durchgemessen. Der ist rund. Der wird nur nochmal frisch gehohnt. Und dann kommen da neue Kolben rein. Diese Kolben, das waren die, die so verbrannt waren. Genau wissen, woran es gelegen hat, weiß ich bisher noch nicht. Das werden wir sicherlich auch noch ein bisschen vor uns herschieben, bis wir es rausfinden. Hat nicht den Grund, dass ich es nicht wissen will, sondern eher den Grund, dass wir keine Bühne frei haben. Und wir werden das so kombinieren, dass wir sagen, okay, wenn der Motor jetzt zusammen ist, dann kommt's rein und dann schauen wir mal, was da nicht so sein soll, wie es ist. Ich habe auch eine Vermutung, dass es der Cut ist. Könnte gut sein. Jo, hier einen 1,6er komplett gebaut für den Kunden im Frühjahr. Komplettes Antriebsaggregat, 2 Liter Turbo NC, ist aus meinem eigenen Auto. Warum, wieso, weshalb der Motor rauskommt, zu einem späteren Zeitpunkt, dann, wenn ich wieder Zeit habe, meine eigenen Projekte ein bisschen weiterzumachen. Das Ding ist komplett zu verkaufen, so wie es hier steht, mit Steuerung, Kabelbaum, allem drum und dran, Turbolader, Krümmer, Ansaugbrücke, alles komplettes Paket für 7,5. Kann direkt weg. Also es ist geschenkt. Lader, Krümmer, Ansaugbrücke, glaube ich, kostet schon 4 oder so. Und Block hat Datensleeves, Kolben, Pleuel, Zylinderkopf komplett bearbeitet, einen Auslasskanäle gemacht, andere Federn, also volles Programm. Eher nur was für die Rennstrecke, oder? Ja, also das Profil ist dann schon sehr krass, ja. Ne? Wenn da ein NC-Fahrer Interesse dran hat, soll ich bei mir melden, kann weg. Wird umgebaut, wird auch kein Mazda-Motor mehr, in das das Chassis rein soll. Ja, ich habe ein bisschen gesehen, wir haben ein bisschen was zu tun. Wird aktuell nicht langweilig. Und gucken mal, wo die Reise hingeht, ja. Und dann übernächste Woche sind wir wieder ein bisschen aktueller im Workshop Wednesday. In diesem Sinne, ciao. Ciao.